Kein Bettbug dieses Mal. Ich gehe allein rein. Ich habe den Grundriss schon gesehen. Irak ist irgendwo da drin und wird sicher bald merken, dass ich komme. Er weiß, wonach ich suche. Diesmal nehme ich alles mit. Gut. Unser kleiner Freund ist auch schon da. Der hockt da oben. Da sieht man auch schon seine Waffe. So. Das war ich nicht. Kein Stück. So. Ich bin in Rossi Fremont. Ja, ich sehe dich. Sagst du mir auch, warum wir uns mit den Typen anlegen? Kümmert's dich? Ein bisschen. Es gibt da einen Computer, auf dem... Nein, schon gut. Ich will's gar nicht wissen. War doch nur Smalltalk. Was macht ihr? Bekommt Marihuana auf Rezept? Alter, was ist das denn für ein TL? Marihuana bekommt man auch nicht mal eben so auf Rezept. Ich muss unbedingt was gegen die Scharfschützen hier machen. Okay. Na komm schon. Hier hin. Ecke. Yo, Scharfschütze. Nein, das war noch nicht der Scharfschütze. Wenn du es wissen möchtest, der Scharfschütze? Ey, den dürfte er eigentlich echt mal umknallen. Ich bin nicht brav. So. Auf keinen Fall lassen mich von einem weißen Proll wie dir umlegen. Von einem weißen Proll wie dir hin. Ich hab einen Haufen Kids mit billigen Knarren erwartet, aber das ist ja fast eine Armee. Das sind Weißen. Irak hat eigene Einsätzen, die man Straßen kontrolliert. Das ist etwas erschreckend. Die Jugend von heute, hm? Mist, da kommen immer mehr. Sicher, dass du da rein willst? Ich will da nicht rein, aber ich hab keine Wahl. Das ist dein Problem. Du bemerkst nicht, dass es immer eine bessere Alternative gibt. Du Puh. Mhm, ich habe ihn mit einer Granate gekillt, du Schätzkeks. So. Sieh gut zu. Ein Treffer. Den hast du aber noch nicht erwischt. Der muss unbedingt weg. Es geht los. Danke. Dann kommen wir auf jeden Fall schon mal rein. Clara, kriegst du die Tür auf? Wir arbeiten daran. T-Bone hat eine Idee. Ja, die benutzen meine Verschlüsselung für die Sicherheitstür. Nicht leicht aus der Ferne zu knacken, aber dein Wunderkind hier hat den Geistesblitz. Wenn du die Tür vom Strom trennst, schaltet sie für eine halbe Sekunde auf den Standardcode zurück. Ach, und den kennst du? Ja. Ich hab den scheiß Algorithmus geschrieben. Probieren wir's aus. Drücken Sie G, wenn's ausgewählt ist. Ha. Ist offen. Du kannst uns später lassen. Pass auf dich auf, Aiden.
Glaubst du, ich wusste nicht, dass du kommst? Gehen wir doch mal hier drüber, kriegen wir noch ein bisschen Munition. Brauchen wir nicht so viel Muni kaufen. Dankeschön. Treppen ist keine gute Idee. Mhm, check. Vor allem war ein recht hohes Gebäude, wenn ich mich richtig erinnere. Er fragt mich, ob ich glaube, ob ich... Du glaubst, du kennst dich in einem Netzwerk aus. Na, das tue ich auch. Vergiss nicht, ich hab mal deine ganzen Leute gekillt, du. Prolet, ey. Was haben wir denn da? Na, was haben wir da? Das könnte doch interessant sein. Wenn es das schon gibt. Bruder starb bei einer Schießerei. Ja, er jetzt leider auch. Ein abgefangenes Audiolog, cool. Wo kommt dieser Scheißkerl her? Fuck. Nicht vom Club. Die machen das nicht. Aber wer verdammt ist er? Ein Bulle? Warum sollte ein Bulle sowas machen? Ich geh noch drauf wegen dem Mann. Und diese Videos. Woher bin ich? Ich hab ihn noch nie gesehen, aber... Halbautomatische Schrotflinte. Ich nehme auf. Ja, ich guck gerade ein bisschen unsere Waffen durch, die wir so haben. Die Waffe ist einfach cool, die Spec Ops. Leise. Auch jetzt nicht ganz das, was ich wollte. Okay, das war aber auch ein Scheißversuch von ihm. Ich meine, im Ernst? Wer... Er hat die gegen die Tür hier geworfen. Wie dumm ist denn der Kerl? Nichts. Die Tür ist zu. Das ist das Problem heutzutage. Keine Manieren, oder? Da oben, meinem Thronsaal, sind wir auf einem ganz anderen Level. Polizei, irgendwie beobachten die Straßen. Verdammt, wir beobachten die ganze Stadt und was wir finden. Machen wir zu Geld, wenn wir es brauchen. Ich kenne die dunklen Geheimnisse von allen. Quinn, Bullen, was nur? Bald auch von dem Bürgermeister. Ich hab noch nie verloren. Du musst nur auf den Rest. Hättest du nicht herkommen sollen. Na komm schon. Oh,
ihn beim Kreuz! Waren das genug Kopfschütze, Macker? Alter, hält der was aus. Wenn ich du wäre, würde ich mir ein besseres Versteck suchen. Versteck? Was will ich mal im Versteck? Far Cry 3, Blood Dragon. Du willst das in die Länge ziehen, was? Blöder Wichser. Ich will hier gar nichts in die Länge. Scheiße, er hat uns im Kreis! Was soll das? Er war eben noch hier. Aha. Das ist okay. Ja, ist das okay? Verdammt, der Wasser hat uns einfallen. What the f... Nein, Mann! Jetzt geht's los! Der Wasser will mir an den Arsch! Blum, 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 blum. Leitet Geschäfte in China. Als ob ich da so hochkrabbel, ihr... Seid ihr verrückt? Ich mag solche Stellen absolut nicht. Man krabbelt hoch und weiß nicht, was vor, hinten und so weiter ist. Aber das ist eine coole Schrotflinte. Das muss man mal so sagen. Die Schrotflinte ist schon schick. Schreib mal eben nach. Hast du? Gut. Tu es nicht, Mann. Ist doch nur ein Job. Tu es nicht, Mann. Ist doch nur ein Job. Schmeiß deine Knarre weg und komm her. Aber mal eine interessante Knarre, muss man schon mal sagen. Damit hätten wir den auch weg. So, hier haben wir, ich hätte eh gerne lieber, ja, die hier, die macht vielleicht einen größeren, geileren Rums. Nein, ich verbleibe bei dem Goblin. Goblin ist so ein bisschen, finde ich, eine Arcade 47 und das ist, finde ich, echt cool. Noch ein Audio-Log. Falls mich eine Kugel erwischt. Du wirst hier niemals lebend rauskommen. Bist du bereit dafür, Soldat? Was ich war. Verdammt, ich war nichts, kam aus dem Nichts, hatte nichts und ich habe um nichts gebeten. Jetzt. Ich rieche eine Muschi. Ja, Peng Peng. Ja. Mann, wir echt immer mit jedem pennen wollt, ihr Penner. Bleib hier, schau mir das mal an. Kein Ausweg.